Komm hier. Du kannst da nicht weg. Komm hier. Da hat jemand gar keine Lust auf Saubermachen. Aber das Kackauge muss sauber gemacht werden. Komm hier. Geh fressen. Ja, stopp. So, ihr könnt da. Oh, sie hat absolut keine Lust. Also, das ist ja schrecklich. Mädchen! Ja, auf jeden Fall war mein Plan, dass sie hier frisst und ich das sauber machen kann, aber. Jetzt frisst sie was anderes. Komm her! Kühnchen! Kühnchen! Also das Auge ist absolut zu und das wollte ich eigentlich versuchen zu machen. Tag. Und wenn sie sitzen bleiben würde und die Kamera scharf stellen würde, dann könnten wir das euch mal zeigen. Ja, zeig dich mal. Also ich habe jetzt das Wundermittel überhaupt entdeckt. Das heißt Euphrasia Augentropfen. Wir machen jetzt nicht mehr mit Kochsalz sauber, sondern mit diesen Euphrasia Augentropfen. Und so sieht das Ganze jetzt aus, nachdem ich es sauber gemacht habe. Davor kann sie immer erstmal gar nicht schauen. Aber sobald ich das sauber gemacht habe, geht das dann schon besser. Sie ist aktuell natürlich ziemlich stinkig auf uns, ne? Also ich versuche jetzt immer Leckerlis zu geben. Hellemi! Aber ich glaube, sie versteht auch langsam, dass wir ihr noch helfen wollen. Wir machen jetzt immer am einen Tag die antibiotische Salbe rein, einmal am Tag. Und so 2 bis 3 Mal am Tag, je nachdem, machen wir sauber. Und wie gesagt, Euphrasia-Augentropfen geht super. Also einmal reingetropft und schon löst sich die ganze Kacke. Und dann muss man wirklich nur noch einmal kurz mit einem Tuch irgendwie drüber, dass man das kurz rauswischt. Ja, wir sind guter Dinge, dass wir das jetzt schnell in den Griff bekommen. Wie ihr gesehen habt, die Wunde sieht, na, willst du nicht nochmal hochkommen? Die Wunde sieht auch eigentlich ganz gut aus. Ist halt alles noch ein bisschen rot und so, aber ja. Vielleicht können sie heute auch mal wieder ein bisschen raus. Mal gucken. Also zum Ärgern reicht es schon wieder, Nemi. Und Mi. Ja. Das ist so das Update. Wir sind ganz froh, weil wir wollen eigentlich bald in Urlaub fahren. Und bis dahin müssen wir das Auge in den Griff bekommen haben. Weil unsere Urlaubsbetreuung, davon lässt sich May das Auge sicherlich nicht verarzten. Ja, also hoffen wir, dass wir das in der nächsten Woche in den Griff bekommen. Beziehungsweise 1,5 Wochen haben wir noch Zeit. Ja, aber es sieht schon recht gut aus.